Willkommen zur Folge 4. Wir machen einfach direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt kommt der versprochene Sprint. Naja, ich muss zwischendurch auf die Karte gucken. Aber ich weiß jetzt, links abbiegen, durchlaufen bis zur Mauer. Und dann links und dann erstmal ganz lang nur den Weg entlang, bis ich dann rechts muss. Also. Oh, scheiße, Mann. Komm schon. Sowas ist natürlich nicht so schön. Also, geradeaus. Jetzt bis zur Mauer, dann links. Jetzt die ganze Zeit hier durch. Oh, fuck. Och. Ach, die bleibt zwischendurch stehen. Warum passiert das? Weil mir gleich was ins Gesicht springt oder weil ihre Ausdauer vorbei ist? Oh, die machen das mit Absicht, wenn man die Karte aufmacht. Ich kann nicht mehr sprinten, Leute. Das bedeutet, ich werde doch nicht durchsprinten. Sonst, wenn wir nachher das Skelett da hinten haben, dann muss ich sprinten. Da werde ich ganz bestimmt nicht im Spaziergang an dem vorbeilaufen. Boah. Kann ich wieder? Ja, ich kann. Aber ich mach's nicht. Ja, vielleicht ein bisschen, ist noch ein Stück hin. Boah, scheiße! Mann! Es ist immer das gleiche Kind, ne? Aber... Ja. Ja, flüstert hinter mir. Volles Programm. Ich bin ja nicht schon seelisch am Ende. So, guck mal, wir sind jetzt schon fast da. Jetzt müssen wir gleich an diesem Skelett vorbeikommen. Und den Schalter finden. Das Skelett war hier. Ganz am Anfang. Hier haben wir gestartet. Und da hinten leuchtet was. Scheiße, geht das hier... Was ist das? Oh mein Gott. Da darf ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall darf ich. Scheiße! Mann! Oh fuck, Alter. Auf keinen Fall darf ich da unten runterfallen. Das wollte ich sagen. Ich glaube. Okay. Bitte. Bitte sag mir, dass ich damit jetzt nicht irgendeinen Horrorscheiß aktiviert habe. Lass mich einfach nur zum Fahrstuhl. Diese Tür da hinten, die lasse ich vollkommen ungeöffnet, die da. Da geht zwar noch eine Tür lang. Aber das will ich nicht riskieren, dass wir da drauf gehen. Und jetzt müssen wir... Alles, was wir jetzt machen müssen, ist diesen kleinen Weg zurücklaufen. Ich finde, das hört sich machbar an. Sehr machbar. Diese Fliege ist wieder um uns rum. Das ist nie ein gutes Zeichen. Überhaupt nicht. So, links, links. Scheiße, Alter. Ich habe hier unten nicht eine Kerze gefunden in diesem Level, ne? Dass die Dinger so rar sind, das macht das so krass. Wir würden viel mehr sehen. Ich hätte nicht diese ständige Dunkelheit so nah vor mir. Ich wette, gleich kommt wieder irgendwo das Kind. Ich bin jetzt vorbereitet. Denke ich. Hoffe ich. Ihre Ausdauer wieder. Ich bleib einfach kurz stehen. Ich will hier gar nicht so langsam durch, ey. Also wir müssen geradeaus an der nächsten Wand links und dann wieder rechts. Und dann kommen wir direkt zum Fahrstuhl. Och, sie kann immer noch nicht sprinten. Okay, bitte lauf, bitte sprinte. Wenn man sowas hört, dann kriegt man doch extra Energie. Wo muss ich denn? Da. Hier, Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Mach keinen Scheiß. Ja. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir sind das nächste Mal durchgekommen. Wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Oh, ist das ein Albtraum, ey. Aber bis jetzt ging es ja. Also dieser Rückweg mit dem Fahrstuhl, das hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt mit dem Hebel. Das Skelett war nicht da und wir hatten nur dieses kleine Kind da zwischendurch im Weg. 15. September. Ich habe einen anderen Schlüssel. Ich sollte den Raum prüfen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Sie kann es draußen regnen hören. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Gut, dann war es wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Leute, das ist euer Ernst? Das wird ja immer schlimmer.
Ich mache das Radio jedes Mal in der Hoffnung, dass irgendwie so ein bisschen Erbarmen zwischendurch kommt und dann, und dann irgendwie mal was Angenehmes drin läuft. Habt ihr das gehört? Ist das in meinem Badezimmer? Oh, komm schon, nicht im Badezimmer, mach das nicht. Verdammte Scheiße, ist das an meiner Tür draußen? Leute, ich hab... Das ist echt ein bisschen zu hardcore. Warum macht man sowas Mieses, sowas abgrundtief Böses? Scheiße, Mann. Entspann dich. Oh, schließ mich doch nicht. Was? Oh, ich dachte gerade, das ist automatisch passiert, weil das Türzeichen weg war hier. Ich habe mich wohl ausgesperrt. Ich wollte hier in Sicherheit sein, also bitte. Oh, scheiße! Oh, von wegen in Sicherheit. Okay, aber der hat mich nicht so hart mitgenommen wie andere Sachen, aber ist ein ganz, ganz guter Effekt. Also das war wirklich gut. Vor allem, weil ich einfach echt jemand bin, der alles ankriegt und jeden Tag die gleichen Sachen prüft, um herauszufinden, ob es irgendwas Neues gibt. Okay, aber der unerwünschte Gast kratzt nicht mehr draußen an der Tür, das heißt, wir können raus. Oh, scheiße. Ist das aus Holz gemacht? Ja, das sehe ich auch. Danke für die Info. Weise Torn. Ich glaube, warum ist es zerrissen? Wie bewegt es sich von selbst? Gute Frage. Zu welchem? Wohin muss ich? Ich habe vergessen, in welchen Raum ich muss. Schlüssel hatten wir für 300. Ne, 307 sind wir ja selber. Für was hatte ich denn jetzt den Schlüssel? Oh. 300, irgendwas. Okay. Scheiße, Mann, ist das euer Ernst? Also, wenn die Tür von alleine aufgeht, dann habe ich sicher keinen Schlüssel für 306. Was ist denn das? Nein, nicht euer Ernst, oder? Nee, okay, das ist nur rotes Licht. Fuck, Alter. Das ist so eine miese Scheiße mit diesem Flur, ne? Das ist so eine miese Scheiße. Ich weiß es nicht, aber ich würde ihn gern schließen. Ich fühle mich so, als wenn das arg an Silent Hill inspiriert ist. Also diese Schaufensterpuppe hier, das gab es in Silent Hill 2. Da muss man auch durch ganz viele Apartments wie diese hier, durch solche Flure, da kommt so eine Schaufensterpuppe auf einen angelaufen in dem Flur. Hier ist ein Projektor. Zeig uns mal was hier. Wenn ich doch nur einen Film hätte, den wir uns ansehen können. Ja, bitte. Bin ich vielleicht hier drin? Oh Mann, ey. Vielleicht gibt es den Film in dem Raum, für den wir jetzt einen Schlüssel haben. Welcher auch immer das war der hier. Ach, I shouldn't... Also, dass wir die Leute nicht stören sollen, das sagt er allgemein bei jeder Tür. Beziehungsweise sie. Das heißt, diese Gittervorhänge, da war gar nichts Besonderes hinter. Also jedenfalls bedeutete das nicht. Oh mein Gott. Mach keinen Scheiß. Oh mein Gott, genau. Es sieht aus wie eine Art Opferung. Scheiße. Der lebt auch noch. Ich kann den auch nicht helfen. Ist auch so krass, dass man hier ganz allein ist und es hier gar keine anderen Menschen in diesem Haus gibt. Die war eben nicht offen. Ach, schon wieder? Aber diesmal sehe ich da nichts. Oh mein Gott, meine Paranoia, die wächst gerade ins Unermessliche, ne? Die haben jetzt zwei Türen aufgemacht, hinter denen sich kein Schock versteckt hat. Wenn ich doch nur wüsste, zu welcher Tür ich muss. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Weil ich so mit Angst beschäftigt bin. Die
die beiden waren es nicht. 310 ist noch... Ja, okay. Die sind es auch nicht. Zu dem Gitter will ich gar nicht erst gehen. Ich habe echt Angst, dass da irgendwas rauskommt. Dann muss unsere Tür auf der Seite sein. Oder es war eine von denen, die sich alleine geöffnet hat. Aber dann heißt es, dass wir schon wieder runter müssen. Und das möchte ich... Das möchte ich nicht wahrhaben. Ich würde gerne vorher noch einen anderen Raum öffnen. Scheiße, wir müssen jetzt runter, oder was? Oh Mann, ey. Na gut. Ich weiß... Achso, der Staff Room ist dann wahrscheinlich der letzte, in dem man muss. Ach, hier sind ja auch noch zwei Türen, ne? Tja, aber keine davon. Na gut, dann zu meiner Lieblingstür. Oh Mann. Wisst ihr, was das für ein Gefühl ist, hier jedes Mal runterzufahren? Das ist einfach... Das ist... Ach, dafür gibt's gar keine Worte. Also Staff Room ist dann wahrscheinlich der letzte, den man erreichen kann oder muss. Soll. Nee, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Da weint jemand, das heißt, wir gehen hier lang. Wie, geht nicht? Geht hier? Oh, es geht weiter. Komm schon, ey. Oh, diese Etage fand ich ja jedes Mal, wenn wir runtergefahren sind, gruselig, ne? Dass dieser Stopp da jetzt kommt. Dieses Spiel macht einfach alles richtig, was einen irgendwie in Angst versetzen kann. Zum Beispiel, dass man keine Kerzen findet. Das ist im Moment mein größtes Problem. Okay, geschichtsmäßig wissen wir, dass es ein Mädchen gab, was bis jetzt... Oh nö, ey. Ich bin drauf vorbereitet. Okay, passiert natürlich nicht. Das Mädchen ist scheinbar irgendwie verschwunden. Und hier sind ganz viele Leute, die scheinbar irgendwie auch hier gelandet sind, die sie Briefe geschrieben haben und hier auch nicht wegkamen. Und dessen Skelett hier wahrscheinlich überliegen. The History of the Fairchild Family. Es scheint... Vielleicht sollte ich ein paar Bücher mehr anklicken. Also die Buchtitel verraten vielleicht ein bisschen was. Wie heißen die denn hier? Die kann ich nicht anwählen. Das kann ich anwählen. Gods and Heroes of Ancient Greece by Gustav. Nö, das hat nichts damit zu tun. Okay. Ja, da ist ein Weg. Ach, die Wände sehen jetzt anders aus zum kaputt machen. Okay. Ja, dann... Starten, würde ich sagen. Da ist wieder ein... Oh, scheiße, was ist denn das? Wir dürfen nicht vergessen, dass es ein Permadeath-Spiel ist. Wenn ich was falsch mache und wir sterben, dann war's das. Ich meine, beim nächsten Start wäre alles anders, aber ich will das trotzdem nicht drauf anlegen. Meint ihr, das Ding verfolgt mich, wenn ich da vorbeigehe? Wenn die runterfällt, dann drehe ich durch, ehrlich. Wie, die fliegt? Ich dachte, die hängt da! Aber die ist ja noch relativ langsam, damit kann ich leben. Wenn ich schnell bin... Scheiße, das ist ein bisschen sehr langsam. Ah! Scheiße! Scheiße! Ich muss warten, bis die hier rüberkommt und dann mache ich die Kiste auf. Wenn ich ihr Stöhnen in meinem Nacken höre, dann will ich nicht zu der Kiste. Komm mal ein bisschen näher hier. Oh Gott, ey. Fuck, ist das creepy. Und da höre ich wieder so ein Skelett anwatschen. Was? Eine Tür? Das ist das Skelett! Okay, wir laufen woanders. Ah! Fuck! Scheiße! Bloß einen anderen Weg nehmen! Bloß! Wieso fällt es? Nein! Was ist das denn? Mach keinen Scheiß. In jeder Ecke ist irgendwas. Oh, fuck, Alter. Was für eine kranke Scheiße. Was ist das? Was? Soll ich da durch?
Okay, beim nächsten. Das schaffe ich. Oh, scheiße, ich hab's geschafft. Oh, fuck, Alter. Mach keinen Scheiß, ey. Kam dann ein Skelett raus und dann dieses Kind und dann das Skelett, das andere fällt um. Das kann doch nicht angehen hier. Mit wie vielen Sachen man einfach nicht rechnet. Ich bin hart im Nehmen, ne? Ich glaube, ein anderer hat wahrscheinlich jetzt nicht so weit am Stück gespielt, aber es geht mit mir langsam auch zu Ende. Mach keinen Scheiß! Wieso wird denn das so laut? Dieses Schrei, der wurde immer laut, hat gar nicht aufgehört. Also wenn ich heute Nacht keine Albträume haben werde, dann weiß ich auch nicht, ehrlich. Ich werde 100 Pro welche haben. Mein ganzer Körper kribbelt. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht normal. Oh, was ist das denn? Warum, was ist das? Eine Sackgasse? Da ist nichts. Ist eine Kiste? Oh, nö. Es gibt keinen rationalen Grund, da hinzugehen und herauszufinden, ob da umfällt oder so. Ich lasse da einfach. So, ich würde sagen... Die Tür ist nicht so einladend, die hat auch vorhin an mir Schaden gemacht. Hier. So. Wann immer ich so eine Wand öffne, passiert nichts, oder? Da ist nicht direkt was Schlimmes hinter. Ich erinnere mich jedenfalls nicht daran. Wobei, wann immer ich sowas gesagt habe, ist was passiert. Ich wette auch, bei dem 100. Loch, in das ich reingucke, kommt irgendwas hochgeflogen. Ist das der Fahrstuhl? Das ist der Schlüssel. Ich höre ganz eklige Geräusche, Leute. Mach keinen Scheiß! Was ist das? Ah! Was ist das? Oh. Irgendwann in so ein Loch runterspringen muss. Aber ich werde es nie rausfinden, weil ich es niemals freiwillig machen werde. Oh Mann, ey, ist das mies. Wenn jetzt hier was kommt und ich dadurch zurück muss, dann habe ich ein Problem. Wenn das Teil gerade zu ist, wenn ich dahin laufe. Oh mein Gott, ich habe so ein mieses Gefühl gerade bei der Sache. Ich wette, hier kommt gleich dieses Schreimädchen mit den langen Haaren angelaufen. Das ist so die perfekte Situation, damit ich da raus flüchten muss. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ganz ehrlich, Leute, ich mache jetzt eine Pause. Die Folge geht sowieso Richtung Ende. Wir machen jetzt eine kleine Pause und ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt weitermachen, wenn ihr tougher seid als ich und euch direkt dann Folge 5 geben. Wir sehen uns gleich wieder.